Meine Damen und Herren, gleich wird dazu geschaltet Michael Ballack, live aus London, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Nun, ich werde das ganz ruhig angehen, professionell, cool. Ja, bin ich drauf. Was? Die Leitung steht? Oh, Herr Ballack? Ballack hier. Ne? Ja, Herr Ballack, Sie sind's wirklich, ja? Wer sonst? Das Bundesliga-Backstage-Studio hier. Mein Name ist Mattes. Matthäus. Der hat mir noch gefehlt. Mattes. Herr Ballack, was mich interessiert, was uns alle interessiert. Ja. Wie ist das Wetter in London? Ja, nö, steht mir nicht zu, das zu kritisieren. Ach ja. Selbstverständlich gibt es einen Konkurrenzkampf zwischen Sonne und Regen. Aha. Das ist ganz normal. So. Ja, die Sonne kann ja auch keinen Stammplatz am Himmel beanspruchen. Ne? Ja, aber man darf die Konkurrenz nicht übertreiben. Ne? Wenn immer nur der Regen ran darf, dann merkt die Sonne natürlich, dass das Vertrauen fehlt. Und zieht sich irgendwann ganz zurück. Ja, das ist verständlich. Und damit sind wir auch schon bei der Frage, die uns alle interessiert. Ja? Wie geht's Ihrem Fuß? Ja, gut, dass Sie mich fragen. Oder? Es fragt ja nicht jeder, wie es dem geht. Ah, Sie spielen an auf Jogi Löw, hm? Auf wen? Jogi Löw. Ja. So ein dunkelhaariger Nationaltrainer. Ah? Ja, jetzt, wo Sie es sagen, ja. Halten Sie Ihre Kritik an ihm aufrecht? Nö, ich will natürlich auf gar keinen Fall weiter Öl ins Feuer gießen, ne? Ah, Ich möchte Ihnen stattdessen einen Witz erzählen, Herr Matthäus. Mattes. Wie viele Jogi Löws braucht man, ne, passen Sie auf, um eine Glühbirne auszuwechseln? Ne? Sagen Sie es mir. Gar keinen. Die Glühbirne spielt durch. Aha, ja. Und damit wollen Sie sagen? Gar nichts. Der Witz ist von Thorsten Frings. Aber ich kann das durchaus nachvollziehen. Ja. Einen habe ich noch. Ja? Oh. Kommt Jogi Löw zum Arzt. Michael Ballack, das sollten Sie vielleicht unter vier Augen mit dem Bundestrainer klären. Vielleicht mal was ganz anderes. Ja, wenn Sie meinen, Herr Matthäus. Mattes. So, wie beurteilen Sie von London aus die Lage in der Bundesliga? Hoffenheim könnte am Sonntag den HSV wegputzen und Tabellenführer werden. Ich bin dafür, dass es eine klare Hierarchie gibt, ne? Die wird von Hoffenheim aber ganz schön durcheinandergewirbelt gerade, ne? Ja, das geht mir in Deutschland zu schnell, ne? Einen Monat gespielt, ne? Und schon ist man Weltklasse. Ja, na gut, dann schauen wir doch lieber nach ganz unten. Cottbus gegen Frankfurt. Ja, das ist sehr ausgeglichen, ja. Ich würde sagen, 12:0 für Cottbus. Ja, 12:0 für... Also das ist doch völliger Blödsinn, Herr Ballack. Du hast ja mal wieder gar keine Ahnung. Bitte? Sie haben mir mal wieder gar keine Ahnung. Ich komme Ihnen gleich rüber. Aber Herr Ballack, Sie sind doch in London. Das kann doch wohl... Das geht doch gar nicht. Das werden wir gleich sehen. Herr Ballack, Michael... Blödsinn reden. Sie haben ja am Arbeitsplatz wohl im Lotto gewonnen.